Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sind der perfekte Einstieg für Anfänger. Das sind Übungen, die sehr, sehr einfach auszuführen sind. Man braucht keine großartigen Hilfsmittel. Und für die Anfänger, mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, hat man sehr, sehr schnelle Erfolge. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass man schnell auch wirklich seine gesetzten Ziele erreichen kann und das ohne großen Aufwand. Dips an der Bank sind eine tolle Übung, um die Schulter- und Trizepsmuskulatur zu stärken. Sit-ups sind eine tolle Übung, um die Bauchmuskulatur zu stärken. Ich glaube, dass es auch für den allgemeinen Alltag, sei es, wenn man viel sitzt zum Beispiel auch, sehr, sehr ratsam ist, viel auch für den Rumpf zu tun. Dass man einfach die Bauchmuskulatur stärkt und merkt, dass man dann auch wirklich im Alltag deutlich stärker ist. Klimmzüge sind natürlich eine tolle Übung, um die Schultermuskulatur zu stärken, aber auch den kompletten Rumpf. Es ist eine Übung, wo man den eigenen Schweinehund überwinden muss, weil man merkt, dass es sehr, sehr anstrengend wird. Aber wenn man sich quält, dann doch meistens noch ein, zwei Wiederholungen mehr schafft, die man sich gar nicht zugetraut hat. Der Adlerhalter ist eine gute Übung, den Rücken zu stärken. Durch das Aufrichten des Oberkörpers merkt man immer wieder eine sehr, sehr starke Beanspruchung des Rückens, was neben dem Bauch eine sehr, sehr wichtige Muskelgruppe des Rumpfes ist. Beide sind Gegenspieler, also das heißt, man muss auch beide sehr gut trainieren, um dann wirklich einen gut ausgebildeten Rumpf zu haben. Und für viele Menschen, die oft auch Rückenprobleme haben, ist so eine Übung sehr, sehr gut präventiv, auch gegen solche Schmerzen dann vorzugehen.